Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier zwei Pakete. Das ist das Wichtige und das ist nebenbei. Das ist jetzt meine neue Hülle. Aber hierum geht's. Ich habe meinen Vertrag bei Vodafone verlängert und habe irgendwie muss man das auch kriegen. Hier rum. So. Und habe mir ein neues Handy ausgesucht. Eigentlich sollte das ja hier so irgendwie an der Linie reißen, glaube ich. Ach, da muss ich jetzt erstmal. Moment. Da steht ja meine Adresse und so gleich oben als erstes ganz toll gemacht. Vodafone. Das haben wir mit bei. Und. Ein paar Tipps. Nutzen Sie myVodafone, das ist unser Serviceportal, ja, diese App. Ja, okay. Gut, das legen wir mal weg. So, das haben wir alles mit drin. Ich werde mir mal sicherheitshalber meine Brille noch nehmen. Ist, was so klein geschrieben ist, und dann stehe ich da. So, gucken wir erstmal, was haben wir hier? Alles gut geschützt. Jetzt wird jetzt gut versichert. Ach, die bieten ja so eine Versicherung an. Smart. Preis 7,99 € oder 9,99 € pro Monat, je nach Gerät. Selbstversicherung, je nach Schadensfall 35 oder 70 €. Maximalanzahl an Schäden 2 in einem Jahr. Im Schadensfall meldet den Schaden bis zu 30 Tage nach Vertragsabschluss. Okay. Okay, die bieten jetzt eine eigene Versicherung an. Vielleicht auch ganz interessant. Was haben wir hier noch? Ach, das sieht jetzt anders aus. Zusammen durchstarten. Hier ist mein. Ah, nee, ich dachte, das ist das Rubbelding. Vorher war das immer ein Brief. Jetzt haben wir hier sowas. Und hier ist dann halt das zum Rausbrechen mit den verschiedenen SIM-Karten. Mikro, Nano, Normal. Also die normale SIM ist ja praktisch das, was hier bis hier hinten ist. Dann kam die kleinere, wo hier weiß ist. Dann kam die, wo ganz hier in der Mitte weiß ist. Also 1, 2, 3 Größen. Hier steht es auch drauf. Standard, Mikro, Nano. Also das ist Standard. Das alles, was weiß hier ist, ist Mikro, und der ganz kleine, nur der Chip und ein bisschen weißer ringsherum ist Nano. Haben sie mir mitgeschickt, weil sie nicht wissen, ob meine alte Karte passt, haben sie gesagt. Aber die müsste passen, aber ich werde halt die neue aktivieren, weil die hat hier, haben sie mir am Telefon erklärt, die hat irgendwas Neues. Ich habe den Begriff vergessen, irgendwas mit W. Irgendwie hat es was Neues. So, und das sollte eigentlich so drin sein, aber. Naja. Xiaomi 11. Da sieht er halt schlecht wegen dem Licht. Werde noch ein bisschen dämmen. So.
11. So kupferfarben gemacht. Also bei euch sieht es vielleicht ein bisschen golden aus, aber es ist kupferfarben. Ich hoffe, das Display flackert nicht wirklich im Video dann auch so, weil jetzt flackert es gerade. Ich mache mal gerade wieder doch was heller. So. 108. Ultra Clean Cam. Ultra Clear Cam Kamera, 108 Megapixel hat die. Ja. Xiaomi T11T Pro. Sound bei Harman Kardon. Also die Lautsprecher, das soll Stereo-Lautsprecher haben, also auf beiden Seiten, oben und unten. Und die sollen von Harman Kardon sein. 5G ist auch am Start. Hier steht nichts weiter. Hier auch noch Xiaomi, Xiaomi 11T Pro. Oh, das ist nicht. Und hinten ist gar nichts. Dann werden wir mal aufmachen. Ich bin ja von Huawei gewechselt, weil ich auf die Google-Dienste angewiesen bin. Leider. Ja. Schön, aber auch schön verpackt. So. Hier haben wir das Handy. So, dann kommen wir gleich dazu. Müssen wir erstmal gucken, wie wir den Rest hier rauskriegen. Platzhalter. Uiuiui, das Ladegerät ist richtig fett. So. Ist hier noch was drin? Nee. Alter Schalter, hat das ein Gewicht. Lecco mio. Okay. Ist hier noch was? Ich guck nochmal sicherheitshalber nach. Nee, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Nur Pappe. Okay. Können wir wegstellen. Das ist der Akku. Also für die Steckdose, der Wandadapter. Der ist richtig schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 120 Watt. Also das Handy soll laut Beschreibung. Ich mach mal noch den ISO-Wert ein Stück runter. So. Jetzt sieht man es so besser. Laut Beschreibung soll man hiermit und mit dem originalen Kabel das Handy von 0 auf komplett voll in 17 Minuten schaffen. Nee, von 2% auf 100% in 17 Minuten. Wie gesagt, 120 Watt. Würde ich euch aber nicht empfehlen auf Dauer, weil darunter leidet der Akku. Das hat Xiaomi auch selber gesagt, deswegen ab und zu, also das soll denn nach 2 Jahren immer noch, oder 4 Jahren, 80% Leistung haben oder so. Ich werde meins ab und zu mit dem schnellen laden, wenn's, ne, aber sonst nehme ich meine langsamen Ladegeräte weiterhin über Nacht laden mit einem ganz langsamen und hier am PC halt ein bisschen was schneller. So, dann das Handy. Hier haben wir dann die Nadel drinne zum ja, zum SIM entnehmen. Ach Mist. Na gut, dann habe ich die Hülle umsonst bestellt. Ist ja wie beim Huawei, bei den großen Modellen. Ja, hier ist viel Blabla wieder. Du kriegst gleich ein durchsichtiges Case mit dazu. Oh, scheiße. Weil, das haben sie aber auch in den Berichten, die ich gelesen habe, nicht gesagt. Ich habe mir ein durchsichtiges Case bestellt.
hier war glaube ich auch noch Folie mit bei. Panzerfolie. Für 9 Euro noch was habe ich bezahlt. So. Ja, hier ist die Panzerfolie mit bei. Nee. Jetzt ist das. Hier ist die Panzerfolie drin. Ja. Und wenn man die jetzt nebeneinander hält, sieht man kaum einen Unterschied. Ja, vielleicht ist es ein bisschen klarer. Biegen tun sich beide, aber die, das hat jetzt ja an den Ecken. Seht ihr das? Hier hat es halt nochmal so ein extra, so eine Knautschzone, damit wenn es. Ach shit, da muss ich erstmal gucken, welches besser ist. Oder wieder zurückschicken. Aber ich wollte eigentlich gleich Panzerglas drauf machen. Und du hast kein Panzerglas einzeln vernünftig gekriegt. Alles erst lieferbar Mitte November und so eine Schoten. Toll. Ich habe mir noch einen Case bestellt, einen Ledercase, aber das kommt halt erst im November, deswegen habe ich ja das bestellt. Dass ich einen Case habe, was drum ist, dass es ein bisschen fallgeschützt ist und halt gleich mit Panzerglas. Und ich wollte auch Panzerglas eigentlich für die Kamera hinten haben. Aber auch alles erst im November. Okay, dann haben wir das. Na, toll. Stand aber auch nirgends. So. Schade. Oh, jetzt, ich glaube, jetzt müsste er hier auch. Ja, hier sieht man ein bisschen besser. Und dann haben wir hier das Xiaomi. FT Pro. Hier steht auch drauf. 180 Megapixel Pro Great Kamera. Ultra Wide Winkel. Also das wird natürlich die hintere Kamera sein, nicht die vordere. 120 Watt Ladefunktion. 5000 mAh Akku ist hier drin. Das ist ein Grund, warum ich mich fürs 11T Pro entschieden habe und nicht fürs 11. Weil das 11 hat nur 4600, glaube ich. Ja, und wegen dem Schnellladen und Kamera halt. 120 Hertz AMOLED Dolby Vision Support. Also das Display ist AMOLED und hat Dolby Vision durch das Harman Kardon Gedöns. Flagship Qualcomm Snapdragon 888. Also einer von den schnellen. Ich habe einen internen Speicher. Ich finde es schade, dass man das jetzt so auf dem Gerät hier auf der Verpackung nirgendwo mehr sieht. Da doch hier mal zuhalten. Ich habe einen internen Speicher von 256 GB und 8 GB RAM. Es gibt das Modell auch noch mit 12 GB RAM. Aber wohl nicht in Deutschland. So. So, die Folie ab. Die Rückseite, die ist Glas. Ja, deswegen wollte ich mir auch für hinten noch so ein Panzerglas bestellen zum Raufmachen. Sieht sehr geil aus. Ich hatte erst so ein bläuliches. Das war wohl ein Irrtum von Vodafone. Ich hatte eigentlich am Telefon grau gesagt. Aber es macht einen sehr edlen Eindruck, dieses Grau. Es spiegelt halt total, seht ihr ja, durch das Glas. Oh, und es ist eins von wenigen, die wirklich selbst ohne Case gut in der Hand liegen. Ich muss mal gucken, wo ich mein altes. Wie viel größer ist denn mein altes?
Habe ich denn das hingepackt? Oder kleiner? Ach, Moment. So, da geht's auch schon weiter. Also es sieht jetzt im ersten Blick ein Stück kleiner aus, also wesentlich, aber ist gar nicht mal so viel kleiner. Machen wir mal lieber Vorderseite. Ja, doch. Nee, so viel kleiner ist das nicht. Oben. Oben und an der Seite vielleicht einen halben Zentimeter oder so mehr. Nee, an der Seite nicht mal. An der Seite noch weniger. 2-3 Millimeter vielleicht. Kann immer so schlecht schätzen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall, hier komme ich überall hin. Hier fühlt sich schon riesig an. Obwohl es nur minimal größer ist. Ja, machen wir mal an. Gucken wir mal, ob da noch Saft drauf ist. Und hier ist auch der Fingerabdrucksensor mit drin. Der ist hier im An- und Ausschalter. Habe ich gelesen. Mal gucken, mit was für einer Animation das angeht. Wie? Ah, yes, Android Mannequin farbig. Mi 12.5. Achso, ich habe ja MOI. Ach, ich habe MOI 11.0. Meine Mutter ist ja auch bei Xiaomi jetzt. Daher, jetzt komme ich jetzt ganz durcheinander. Oh, Deutsch wollen wir ihn schon behalten. Deutsch. Ja, ich habe ja gelesen. Müssen wir ja bestätigen. Jo. Suche nach SIM-Karte, da ist jetzt keine drin. Das wollen wir erstmal überspringen. Moment. Xiaomi Cloud benötigt. Verstanden. Zulassen. Ich hoffe, die ist ein bisschen größer als. Galerie wollen wir nicht. Wir wollen nur Nachrichten, Kontakte, Anrufliste, WLAN, Mi Browser. Bluetooth, häufige Sätze, na, Bluetooth ist mir egal. Häufige Sätze, Galerie ist mir auch egal. So weiter. Passwort festlegen, Fingerabdruck, Bildschirmsperre. Fingerabdruck. Merke dir dein Passwort, verstanden. So, und hier seht ihr das. Deswegen bin ich mich jetzt auf Fingerabdruck gegangen. Oder auch nicht, Mist. Ist so doof. Ist einfach zu hell. Das bringt nichts. Also hier oben, das ist angezeigt, praktisch hier. Wenn ich das so halte. Dann mache ich den Fingerabdruck voll. Aber ich mache eigentlich immer anders. Fingerabdruck mache ich später. Fertig. Standort, alles fertig. So.
Jetzt fragt er nach der klassischen. Nach der klassischen oder App-Übersicht. Ne, wir wollen die klassische. Ich möchte auch Navigation, möchte ich noch ändern, möchte unten wieder den Balken haben. So, jetzt ladet dann die Vodafone-App. Weiter. Hallo. Stell dich kurz vor. Das weiter. Und jetzt will Vodafone halt, dass ich mir, oder gesagt, Vodafone, ich kann mir Apps runterladen. Vodafone Games und Musikshop und. Aber die lade ich ja meistens sowieso gleich alle runter. Fortfahren. Klarna zum Beispiel, da habe ich auch schon. Das kommt alles vom alten Handy. So. Gucken wir mal nach. Also Otto habe ich ja sowieso, aber wenn ich mir jetzt irgendwelche exklusiven Dinger hier sichern kann, machen wir das natürlich. Wische. Aha. Das ist das Kontrollzentrum. Ah, okay, wenn ich von der Ecke aus mache, habe ich das Kontrollzentrum. Da habe ich es nicht. Weiter. So. Die Apps machen einen guten Eindruck von der Optik her. Ich hoffe, da gibt es auch so einen Design-Shop wieder von Mi, bei Mi. Habe bei meiner Mutter noch nicht geguckt, Themes. Ja, doch, hier unten ist es doch. Weiter, weiter. Ach, jetzt hat es dunkel gemacht, mein. Warte mal, Einstellungen. Ist die Einstellung abgeblieben da oben? Ja, hat schon alle dunkel gemacht. Dunkle Modus ist schon aktiviert. Ich habe auch schon System-Updates. Mit dem Kontrollzentrum finde ich ganz schön. Entschuldigung. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass ich, wo ich denn hier bin mit dem Handy. Also wir haben praktisch einmal von der Ecke rüberreichen. Warte mal, ich mache hier nochmal ins Menü, dann ist es dunkler. So. Das ist das Kontrollzentrum. Können wir jetzt hier die Helligkeit einstellen. Bist du ganz hell. Und haben halt so die wichtigsten Apps hier drauf, Bluetooth. Ich hoffe, das kann man sich hier irgendwie noch anpassen. Und wir haben, wenn wir hier rüber wischen, praktisch das, was installiert wird gerade. Ah, ich habe meine Navigationsbar wieder hier unten. Mit dem Punkt und Strich. Finde ich sehr gut. So. Was haben wir denn? Stumm will ich auf jeden Fall dazu haben. Standort. Scanner. So, das weg.
Guck, ihr seht halt gerade was. Ich wähle hier ein paar Apps ab. NFC kann weg. Standort kann weg. Achso, muss ich denn hier... So, das runter. Standort, genau. Ich würde gerne eine Taschenlampe oder sowas haben wollen. Ultraenergie. Weil mein altes Handy hat Taschenlampe gehabt. Dolby Flugmodus. Ja. Ich habe hier so Alexa mit bei. Alexa Freihand. Krasse Sache. Ist das gleiche. So, das kann auch weg. Bildschirmschere kann weg. Scanner, dunkler Modus. So, das können wir alles drinnen lassen. Okay, also den dunklen Modus brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, weil wenn der immer angeschaltet ist, bleibt der an. Aber Alexa lasse ich da. Dann Atmos, vibrieren, scannen, stumm, Hotspot. Hotspot ist für mich auch ganz wichtig. Haben wir die wichtigsten Sachen? Ach, Taschenlampe ist hier, okay. Wir haben die wichtigsten Sachen gleich oben. Und zwar mobile Daten, die ich jetzt nicht anmachen kann, weil ich nichts drin habe. Bluetooth, WLAN und Taschenlampe. Und hier unten haben wir dann praktisch das mobile Hotspot, den ich einrichten kann. Drehen, Standort. Und hier auch ein Scanner, dass ich gleich einen Scanner nutzen kann. Ah, so. Ich hoffe, das Automatische kann ich hier auch rausnehmen. Dass es immer draußen bleibt. Alexa geht noch nicht. Ah, die ersten Apps sind schon da. Also falsch ist hier. Also 35 von 121 Apps sind schon da. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen übertragen. Hier ist Amazon. Synchronisiert gerade Kontakte. Ein neues Spiel.
Will ich doch gar nicht. Es sind ein paar Sachen, die ich dann unbedingt löschen muss. Xiaomi Home. Oh, ich bin doch schon angemeldet. Ach, jetzt hat er's. Okay. So. Auch daran muss ich mir erstmal gewöhnen. Lustige Geschichten, was ist das denn? Brauchen wir nicht. Also sieht schon mal anders aus als auf dem alten. Achso, das ist jetzt so ein Security-Ding. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Ich dachte, das ist die normale Vodafone-App. Warte, eher Candy Crush und sowas alles. Nein, das wollen wir nicht. Ich muss mir angewöhnen, alle nach rechts zu wischen. Wenn ich nach links wische, dann komme ich immer gleich dahin. Ich habe mir das angewöhnt, immer nach rechts, nach links zu wischen. Jetzt muss ich mir nach rechts wischen. Aber die Schnelligkeit finde ich gut. Bildschirm sieht auch gut aus. Natürlich muss ich noch ein bisschen was einstellen. Das wird jetzt alles noch gemacht. Wenn es fertig ist, mache ich nochmal ein Video. Aber ich muss jetzt erstmal los, sonst kräht meine Frau da unten rum. Aber ich nehme mal das Originalcover. So. Dass ein bisschen geschützt ist. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss es jetzt erstmal einstellen, ausprobieren und machen und tun. Da gibt es jetzt viel, was noch zu machen ist. Erste Einrichtung habt ihr alle verfolgt.